Was geht ab, Leute? Kleines Update im Oktober. Und zwar wollte ich mich erstmal bei Heiko Sportiv bedanken. Ich war ja neulich auf dem Oldtimer Grand Prix am Nürburgring und habe da eine Karte bekommen von Heiko Sportiv. Und auch so eine nette Jacke, die mir auch sehr gut gefällt. Ich kenne da den einen oder anderen, also im Speziellen gehen die Grüße auf jeden Fall an den Carlo raus. Danke dafür nochmal, dass ich diese Karte bekommen habe und war wie immer eine geile Veranstaltung gewesen. Und ja, falls ihr Heiko Sportiv noch nicht kennt, könnt ihr ja mal auf der Webseite gucken. Also die veredeln quasi ja Volvo und Polestar Fahrzeuge und machen da Bodykits, Leistungssteigerungen, V-Max-Aufhebung auch für die neueren Volvos sehr interessant, da die aber 180 abgeriegelt sind. Und ja, ist, wie gesagt, kenne ich schon länger den einen oder anderen dort und habe da auch mal angefragt. Vielleicht kann ich ja auch mal dieses ein oder andere Testauto von denen bekommen. Ja, guckt einfach mal. Die haben auch schon bei VLN bzw. NLS mitgemacht, den einen oder anderen Rennwagen da an den Start gebracht. Ja, guckt es euch mal an. Wie gesagt, das war das Erste. Da gehen die Grüße raus. Danke nochmal für die Karte. Danke an Carlo. Und ja, das Zweite ist, ich will es heute mal ein bisschen kürzer halten. Wie gesagt, wir haben jetzt Oktober. Im November fliege ich nach Las Vegas und habe mir vorgenommen, da mal auf die SEMA zu gehen, die weltgrößte Tuning-Messe. Jetzt habe ich das alles schon quasi in die Wege geleitet, Flug auch gebucht, ein Kumpel von mir kommt mit und wollte dann die Tickets buchen. Und dann war es leider so, dass ich, was ich vorher tatsächlich nicht wusste und was einige von euch wahrscheinlich auch nicht wussten, das ist eine Fachmesse. Das heißt, da kommt eigentlich nicht jeder rein. Ja, also es gibt da zwar so ein Außengelände, wo man dann auch gucken kann, wo ich mir habe sagen lassen, dass es da auch eigentlich interessanter ist, weil es da auch ein bisschen Action gibt von den Autos. Aber wie gesagt, ist eine Fachmesse und ich habe mich auch da zu spät drum gekümmert, da wirklich auch in die Hallen reinzukommen. Also das hat leider nicht geklappt. Ich habe da noch so eine kleine Option. Vielleicht wird das klappen, dass ich dann auch in diese Hallen reinkomme. Ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Auch einen kleinen Videovlog machen. Da sind auch, was ich ja auch letztes Jahr gesehen habe bei einigen JP-Videos, der ist ja da auch am Start, dass es da auch abends richtig krasse Autotreffen gibt, wo es auch richtig rund geht. Und da habe ich mir letztes Jahr gedacht, so, da muss ich auf jeden Fall hin, da bin ich genau richtig. Also wird das, ja, am 2. November geht es dann los nach Vegas. Und ja, da bin ich mal gespannt, war auch noch nie dort. Spielerparadies, ich bin zwar jetzt nicht so der Zocker, aber die Stadt an sich hat mir sowieso, oder beziehungsweise auch gerade hier durch diese ganzen Filme, Hangover und sowas, habe ich da eh Bock drauf, mir das Ganze mal anzugucken. Habe auch ein ziemlich geiles Hotel im Excalibur mit Blick auf den Strip. Und ja, seid gespannt. Wird auf jeden Fall das eine oder andere Video geben davon. Und ja, geile Sache. Bin echt gespannt, wie das dann am Ende läuft. Und ja, mal gucken. Die Woche, wir haben heute Freitag. Morgen geht es an Hockenheimring nochmal zu den Touristenfahrten. Und ja, das war es dann erstmal Oktober. Mal gucken, ob es dann überhaupt noch Touristenfahrten geben wird am Hockenheimring. Auf jeden Fall bin ich am Start morgen, denn wird es auch das ein oder andere Video natürlich geben. Ich bin auch mit dem Seat wieder mal am Fahren. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Ihr wisst Bescheid. Schaltet ein, abonniert den Kanal, falls ihr es nicht getan habt. Ich danke euch schon mal fürs Zusehen. Haut rein, stay tuned.